Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Hier haben wir Nike, Goddess of Victory. Ein relativ cooles Spiel, muss ich sagen. Als ich es am Anfang gesehen habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass es so cool ist. Aber wir schauen gleich rein. Es ist natürlich wieder sehr Anime belastet, beziehungsweise Anime-Charaktere, aber es ist etwas, was ich jetzt hier in dem Fall nicht so schlimm finde. Das ist nämlich zum einen ein Idle-Spiel, zum anderen aber auch ein Third-Person-Shooter, wenn man das so möchte. Und das ist schon ganz cool. Natürlich hat man ja wieder sehr viel Japanisch und an der Stelle... Ja, viele weibliche Charaktere, die schön aussehen, schön anzusehen sind. Das ist jetzt hier quasi so der Idle-Part. Outpost-Defense, man hat quasi so einen Außenposten, den man später mit der Zeit an der Stelle hochlevelt. Und wo wir dann auch ja, einfach Ressourcen sammeln, dadurch, dass der halt hochlevelt ist. Da haben wir zum Beispiel dann auch unsere Kommandozentrale, wo wir dann auch verschiedene Sachen uns anschauen können. Was ich auch sehr interessant finde, ist, hier haben wir es nicht, Besinnung. Genau. Wir haben hier nämlich dann auch quasi die Story, die wir uns nochmal anschauen können. Und teilweise haben wir sogar Anime-Szenen mit drin, was ich relativ cool finde. Ich muss gerade mal gucken. Oh, jetzt ist es. お見事です。指揮官。生存者を確認します。先発隊は全滅。部品がすべて剥がれてしまいました。マリアンは生きてはいる。 Natürlich werde ich euch das jetzt nicht komplett zeigen, aber es gibt halt hier auch Animationen mit drin von der Story. Ich hoffe, da ist noch mehr, weil das ist ja die einzige, die ich gesehen hatte. Es wäre ganz cool von der Story, wenn noch mehr Animationen mit auftauchen. Weil sonst hat man eigentlich immer nur das Intro, was als Animation da ist, aber dass dann halt noch weitere Animationen im Spiel auftauchen, finde ich dann schon ganz cool. So. Taktikakademie, da kann man ja noch viele Sachen freischalten, das ist jetzt erstmal aber unrelevant. So, gucken wir mal, was die Post mir so mitbringt. Dann rekrutieren wir mal, damit ihr mal sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Ich muss mal gucken. Ja, hier, wenn man, hier kann man ein SSR bekommen, indem man gekaufte Steine nutzt. Habe ich nicht. Freundeskarte. Und hier haben wir die Spezialrekrutierung. Sehr cool gemacht, diese Rekrutierung. Okay, kein SSR. Dann haben wir die verschiedenen Fraktionen. Und die verschiedenen Charaktere. Wir skippen das Ganze mal. Machen aber noch eine Rekrutierung. Gucken, was da rauskommt. Wieder kein besonderer, schade. So. Wir haben jetzt hier aber nochmal vielleicht das Glück.
Weil wenn man natürlich ein SSR-Helden auch wieder nicht. Schade. Dann gibt es natürlich auch einen kurzen Kommentar dazu von der Truppe. So. Hier haben wir die verschiedenen Charaktere. Es ist quasi, wie schon gesagt, ein Third-Person-Shooter und so einer gewissen Art und Weise. Man stellt ein Team aus 5 Personen zusammen und diese 5 Personen haben verschiedene Waffen. Und hier zum Beispiel ein Maschinengewehr, dann haben wir hier eine Schrotflinte, das ist auch ein Maschinengewehr, dann haben wir hier zum Beispiel Raketenwerfer oder ein Scharfschützengewehr. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Ein bisschen hochleveln hier die Leute. Ja, krieg ich sie auch noch. Sehr gut. Und den Raketenwerfer noch. Ich da überhaupt. Nee, Raketenwerfer habe ich. Glaube ich keinen. Auch hier Scharfschützen. Was sind wir hier? Hier haben wir Maschinenpistole. Ja. So, was noch wichtig ist bei der Teamzusammenstellung, es gibt Burst-Fähigkeiten, das sage ich im Vorfeld. Die unterscheiden sich in 3 Stufen, 1, 2 und 3. Und dementsprechend sollte man ein Team haben mit allen 3 Stufen, damit man auch wirklich bis zur dritten kommt. Also man kann nur die dritte ausführen, wenn man die erste ausführt, danach noch die zweite und danach die dritte. Schauen wir das Ganze dann gleich einmal an. Wir haben hier auch sozusagen die Sondermission. Dann haben wir einen Simulationsraum, wo wir einfach so dann kämpfen. Das ganz normaler Kampf, der dann durchgeht. Dann haben wir der Turm, wo immer stärker werdende Gegner quasi kommen. Müssen quasi die Stufen bestehen, um dann weiterzukommen. Dann haben wir hier so eine Abfang, ist halt quasi ein Raid-Boss, so eine Art. Ist ganz cool gemacht. Ist auch gar nicht so einfach. So, dann haben wir auch die Kampagne. Bei der Kampagne gibt es auch verschiedene Missionstypen. Wir haben quasi unser Wunderland, wo wir rumlaufen. Man kann auf der Karte aber auch Artefakte finden, die wichtig sind für den Outpost. Es sind leuchtende Objekte auf der Karte, die sieht man nicht immer. Sind auch schwer zu finden. Es wird aber gesagt, wo man welches findet, das heißt, man kann explizit danach suchen. So. Gehen wir jetzt mal in den Kampf rein. Man kann das Ganze automatisch kämpfen lassen. Ich werde es jetzt aber mal selber machen. Das heißt, hier können wir dann jetzt aufladen und kämpfen. Die anderen Charaktere kämpfen auch mit, aber man kann auch selber. Muss mal so ein bisschen gucken, wo schießt man hin. Jetzt können wir hier eine Fähigkeit einsetzen. Die erste. Und dann haben wir zum Beispiel die dritte. Na gut, das ist der Boss schon vorbei. Aber so haben wir jetzt zum Beispiel diese Fähigkeiten eingesetzt. Das ist jetzt quasi eine normale Mission gewesen, wo wir einfach
solange die Gegner besiegen, bis halt der Boss besiegt wird. Es gibt dann noch die Möglichkeit, dass wir einen bestimmten Bereich verteidigen müssen, der ja quasi auf der Karte, ja, auf dem Feld quasi markiert ist. Und dann gibt es noch den Punkt, dass wir verhindern müssen, dass die Truppen durchstoßen. Ja, das sind diese drei Missionstypen, die werden dann teilweise durch Nachrichten, durch Missionen hier dargestellt. Wir haben dann hier Gespräche, wo wir auch quasi unser Band mit den Spielerinnen vertiefen können oder mit der Gruppe. Und dann steigen sich dann wieder die Werte. Was ich euch jetzt nochmal zeigen möchte, ist zum Beispiel die Abfangjagd. Verlorener Sektor kam noch hinzu, sehr gut. Aber gehen wir mal in die Abfangjagd. Da haben wir nämlich quasi einen riesigen Boss aus mehreren Wellen, aus mehreren Abteilen bestehend, den wir zerstören müssen. Sieht schon sehr cool aus. Man kann auch in Deckung gehen, wenn die Kämpfe zu stark sind. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel manchmal auch Angriffe, die wir anfangen müssen. Oder hier Geschütze, die wir zerstören müssen. Oh, wir haben es geschafft. Oder? Oder war die Zeit rum? Es gibt dann auch solche Elite-Gebiete, wo man gegen diese Aufwärts stehen muss. Aber lass das jetzt mal automatisch quasi laufen. Weil man kann ja bestimmen, welchen Spieler man spielt, und hier würde dann halt der Computer selber entscheiden, mit welchem er quasi angreifen würde. Waffen perfekt zusammenstellen. Um so dann natürlich besser zu bestehen. So, verlorener Sektor habe ich jetzt noch nicht gehabt. Mal gucken, was das ist. So, da haben wir hier auch ein bisschen Story. Überspringen wir mal. Wir wollen ja gucken, was der verlorene Sektor ist. Sektor betreten. Ah, okay. はい。確かにそちらの方向に吹き繋がせ。命令とは生意気だな。命令とは生意気だな。戦闘開始する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 。
wird auch am Anfang des Spiels sehr gut durchgeleitet, welche Waffen gegen welche Gegner gut sind. Man hat ja auch Deckung, die Deckung kann kaputt gemacht werden. Und ebenfalls die Magie kann die Deckung der Gegner auch kaputt gemacht werden. Also, weil die teilweise auch Deckung haben. この風が強化するのに対して、なるべく組織の目につかないように。オッケー。何しに行こうぜ、行こうぜ。確かにそちらの方向に吹きつな風が吹いている。 Also wahrscheinlich ist dieser verlorene Sektor so der Missionstypus, den es in vielen Spielen oder einigen Spielen der AFK-Regner auch gibt, wo es darum geht, dann Rätsel zu lösen, wenn welche existieren. So eine Lupe, wie man jetzt hier gerade gesehen hat, die sieht man dann auch quasi bei den Kampagnen, wenn man dann quasi so ein Artefakt benutzt. So, jetzt haben wir jetzt zum Beispiel so eine Mission, wo wir verhindern müssen, dass die Gegner durchbrechen. Da sieht man nämlich auf der rechten Seite diese Wand. Die Gegner besiegen, bevor sie durchbrechen, ansonsten verlieren wir oben Schild. Warum hat denn jetzt keiner angegriffen? Da ging ich jetzt davon aus, dass die das Ding ohne verteidigen, aber gut. Manchmal ist es dann doch besser, wenn man selber schießt. Mal gucken, ob das jetzt die andere Missionsvariante noch ist. Dann habt ihr zumindest jede einmal gesehen. Ne, jetzt ist wieder die ganz normale. Also wie ihr auch in dem anderen gerade gesehen habt, kann man immer mal wieder selber dann die Kontrolle von der Sonne aufnehmen, indem man dann selber rumklickt. Und sobald man dann aufhört, würden die dann wieder die Kontrolle übernehmen. So kann man dann quasi das Ganze, falls man denkt, okay, die machen das ja nicht gut, dann ganz schnell das selber die Kontrolle übernehmen.
tatsächlich, wenn es bei den Sektoren jetzt wirklich Rätsel gibt. Wäre das tatsächlich eine Option, wo man ein Video zu machen könnte. Sehr gut. Naja, das ist jetzt auf jeden Fall verlorener Sektor. Dann habt ihr jetzt alles gesehen, was so die Spielmodi bieten. Bisher gibt es aber anscheinend hier noch kein, glaube ich, PvP. Würde ich jetzt sagen. Das Messen ist eher jetzt mit anderen. Aber ein PvP-Bereich habe ich hier noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob der noch kommt. Stelle ich mir auch relativ schwierig vor. Ich glaube, das ist eher tatsächlich im Messen mit Gegnern, wer der bessere Schütze ist und nicht die anderen abzuschießen. Genau. Gehen wir mal auch hier kurz noch in die Truppe rein. Wie man die, wie ich die aufwerte, habt ihr ja schon gesehen. Die gibt es nicht. Genau. Wir haben dann halt noch Ausrüstungsgegenstände, die wir verbessern können. Hier haben wir die Fähigkeiten, wo wir dann normale Skills, Fähigkeiten als auch die über die Burst-Fähigkeit sehen. Die kann aber auch verändert werden oder erweitert werden. Irgendwo meine ich, konnte man diese dann noch verbessern. Nicht verändern. Limitbruch ist dann mit den Einheiten, wenn man die nochmal hat. Und dann kann man die Level erhöhen. Ja, das gibt es zu den Charakteren zum Spiel zu sagen im Vorfeld. Genau, im Inventar hat man hier natürlich wieder Sachen zum Ressourcen verwenden. Es gibt natürlich immer wieder einiges an Events, besondere Events. Und an sich finde ich, ist es aber mal eine coole Idee, als Idle-Spiel ein Schießspiel mit einzubauen. Ist mal was anderes. Habe ich so noch nicht gesehen und ich muss sagen, finde ich so ganz cool. Wem es gefällt, der kann gerne reinschauen. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht für die Sektoren dann nochmal Guide-Videos mache, ob ich da auch mehr Zeit investiere in das Spiel. Mal schauen. Ansonsten, ihr vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Ciao!